Hallo und herzlich willkommen zu Kiez Konkret, liebe Zuschauer. Wir sind heute in Mitte und begleiten Stadtentwicklungssenator Michael Müller auf seiner Bezirkstour. Der Start ist jetzt bei Christian Hanke, dem Bürgermeister hier in Mitte. Thema werden Wohnungen sein. Das Problem der steigenden Mieten gibt es natürlich auch in Mitte. Wie der Bezirk und wie das Land dagegen vorgehen, darüber werden die beiden Herren sprechen. Anschließend geht es zu Grünanlagen und es wird genau untersucht, wie die gepflegt werden, mit welchen Mitteln. Und auch das Zweckentfremdungsverbot, das jetzt im Januar nächsten Jahres in Kraft treten soll, wird natürlich Thema sein. Begleiten Sie uns doch einfach auf der Bezirkstour von Michael Müller. Kommen Sie mit. Ja, wir haben uns insbesondere ausgetauscht zu der Frage, wie wir Wohnungsneubau in Mitte realisieren können, welche Potenziale wir haben. Unser Baustadtrat Herr Spalleck hat schon darauf hingewiesen, dass wir 12.000 neue Wohneinheiten in der Planung oder sogar im Genehmigungsverfahren haben und dass wir jetzt gemeinsam mit der Unterstützung der Senatsverwaltung und von Senator Müller auch ein Gutachten in Auftrag geben werden, um weitere Wohnungsbaupotenziale, also auch Flächen zu identifizieren, um uns einer der wichtigsten Aufgaben Berlins, nämlich Wohnungsneubau und Mietenbremse, zu widmen. Das heißt, arbeiten Sie dann auch mit dem Liegenschaftsfonds zusammen? Ja, natürlich. Wir müssen ja nun alle Instrumente anwenden, die wir nur anwenden können. Da spielt die Liegenschaftspolitik eine Rolle, da spielt die Wohnungsbauförderung eine Rolle, aber ganz besonders auch das bezirkliche Engagement. Und der Bezirk ist ja in Verhandlungen auch mit privaten und öffentlichen Partnern, um schneller zu mehr, zu neuen Wohnungen zu kommen. Das unterstützen wir sehr. Einerseits etwas finanziell auch im Rahmen dieses Gutachtens, aber eben auch im Rahmen der Genehmigungsverfahren bemühen wir uns hier an einem Strang zu ziehen. Denn gerade in Mitte spüren wir ja, dass es sehr knapp, sehr voll, sehr eng wird und damit auch teurer. Und insofern brauchen wir dringend neue Wohnungen. Reduziert sich das nur auf die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften oder haben Sie durchaus auch private Investoren dabei im Auge? Nein, unser Baustadtrat ist dabei, auch ein Bündnis zu schmieden zum Wohnen in Mitte. Und dazu zählen nicht nur Genossenschaften oder städtische Wohnungsbaugesellschaften, sondern wir sind natürlich auch mit privaten Investoren hier im Gespräch. Und private Investoren haben natürlich auch eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Wohnungsbaus in unserem Bezirk. Herr Müller, spielte auch das Mietenbündnis bei dem jetzigen Gespräch eine Rolle? Ja, wir haben ja auf der Landesebene das nun schon seit anderthalb Jahren, dass wir speziell mit den städtischen Gesellschaften ja auch einen sozialen Anspruch verfolgen und sagen, wir nehmen nicht alles, was möglich ist, sondern im Interesse der Mieterinnen und Mieter verzichten wir mitunter auch auf die ein oder andere Erhöhung oder Umlagemöglichkeit. Aber ganz besonders wichtig ist eben auch, dass die Bezirke in ähnlicher Form sich Partner suchen, städtische oder auch Genossenschaften oder private Partner, mit denen sie Ziele verabreden, dann durch schnelle und einfache Genehmigungsverfahren, durch das Bereitstellen von Flächen mit dazu beitragen, dass man schnell in Bautätigkeit kommt und auf der anderen Seite die Bauherren dann auch zusichern, dass soziale Infrastruktur geschaffen wird und dass die Wohnungen bezahlbar bleiben. Das ist sehr wichtig, dass bitte diesen Weg auch geht und das aktiv angeht, dieses Problem. Und da sind Sie auf einem guten Weg? Ja, ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind. Wie schon in den letzten Jahren haben wir uns immer als Bezirk auch der Frage des Wohnungsbaus von Wirtschaftsansiedlungen gewidmet, weil da liegt natürlich auch die Zukunft Berlins, zum einen in der wirtschaftlichen Kraft, zum anderen aber eben auch in der Zuwanderung, die wir in unsere Stadt haben. Und das ist erstmal ein hohes Gut, weil immer mehr Menschen in die Stadt kommen, damit natürlich auch ihre Potenziale mitbringen und damit die Stadt auch wirklich eine gute Zukunft hat. Aber das bedeutet eben Wohnungen bauen und schauen, dass auch die Mieten so begrenzt sind, dass wir eben keine Segregation haben, in dem Sinne, dass Menschen, die nicht so einen dicken Geldbeutel haben, plötzlich am Stadtrand sind. Nach der Diskussion über das Mietenbündnis in Mitte ist unsere zweite Station jetzt hier die Reichstagswiese, liebe Zuschauer. Wir haben ja hier im Bezirk Mitte fast 100% den Berliner Anteil an gesamtstädtischen Grünanlagen, also von gesamtstädtischer Bedeutung. Und dafür gibt es vom Senat dann auch eine entsprechende Mittelzuweisung an den Bezirk, wo letztendlich leider im Grünflächenamt nicht allzu viel ankommt. Man sieht es ja jetzt, wenn man sich hier mal so ein bisschen auf diesem Platz umsieht, wie die Situation jetzt zurzeit ist. Diese Fläche, die da so schön braun aussieht. Das war alles mal eine schöne Rasenfläche, die ich bis vor zwei Jahren noch
mit über eine Firmenvergabe habe pflegen lassen können und auch diesen ganzen Heckenschnitt, der uns ja dankenswerterweise durch die grüne Band des Bundes übergeben wurde. Das sind 180 Heckenkörper, die dreimal im Jahr gepflegt und geschnitten sein wollen. Mhm. Können wir zurzeit allerdings auch nur noch einmal im Jahr machen, aufgrund dieser geringen Mittel, die wir zurzeit zur Verfügung haben. Berlin ist ein Besuchermagnet, man sieht es ja jeden Tag. Millionen von Touristen jedes Jahr und das Highlight ist ja eigentlich auch immer das Reichstagsgebäude mit dem Deutschen Bundestag. Man sieht es jetzt zurzeit, ist noch nicht allzu viel los. Im Laufe des Tages wird es natürlich immer schlimmer. Anhand dieser schönen Wege, die man hier sieht, sieht man auch die Hauptbesucherrichtung. Das ist die Situation. Das heißt, ich verstehe das so, dass die Grünflächen unterschiedlich behandelt werden. Also je nachdem, inwieweit sie im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Weil Sie sagen, hauptstadtrelevante Grünflächen impliziert ja, dass es auch andere Grünflächen gibt. Ja, es gibt verschiedene. Das ist jetzt, also das nennt sich so Kosten-Leistungsrechnung, sage ich mal jetzt so ein Schlagwort. Das kann man jetzt hier in 5 Minuten nicht erklären. Das ist da muss man einmal einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss haben, um das erklären zu können. Im Grunde genommen ist es so, Berlin hat für die Grünpflege 4 Aufwandsklassen, 1 bis 4. 1 ist die beste, 4 die schlechteste. Das sind dann mehr so naturnahe Grünanlagen, also Landschaftsschutzgebiete. Und der Senat hat diese ganze Sache noch in Zusammenarbeit mit den Bezirken aufgeteilt in 3 Säulen. Säule 1 sind die Grünanlagen mit hauptstädtischer Bedeutung. Dann gibt es die Säule 2 mit bezirklicher Bedeutung, jetzt vereinfacht gesagt. Und dann 3. Säule ist die Säule, wo der Rest dann praktisch von den Geldern auf die anderen Säulen noch verteilt wird. Das geschieht in allen 12 Bezirken gleich. Der Betrag ist, glaube ich, insgesamt gedeckelt im Senat. Das sind etwa 80 Millionen, also ich möchte mich jetzt nicht um 1 oder 2 Millionen jetzt streiten. Und das wird dann auf die Bezirke aufgeteilt. Und da gibt es dann immer ein... Das heißt aber dann auch, Herr Müller, dass eine Grünanlage, die selbst unter Säule 1 sozusagen zu verbuchen ist, wenn die nicht gepflegt aussieht, ist das ein absolutes Alarmzeichen für unsere Stadt. Ja, das ist ein Alarmzeichen, aber dafür gibt es ja nun die unterschiedliche Kategorisierung und Unterschied oder eben auch Zuweisungsmöglichkeit. Ich sehe ja die Probleme der Bezirke, das ist ja nicht nur in Mitte so, ich sehe es ja, dass natürlich viel zu leisten ist mit einem gedeckelten Budget. Aber im Rahmen der Verantwortung der Bezirke kann man natürlich auch Schwerpunkte setzen und sehen, wie man mit dem Budget umgeht. Wir haben es ja eben gehört, von Jahr zu Jahr verändert sich das ja auch und es hat natürlich konkrete Auswirkungen dann auch, wenn man immer mehr Flächen oder andere Flächen dann bewirtschaften will und das Geld nicht entsprechend zur Verfügung steht. Die Koalition hat ja verabredet, dass in dieser Legislaturperiode es auch eine Evaluierung geben soll, dieses Zustandes und der Mittelzuweisung für die Grünflächen. Staatssekretär Gebler ist da mit einer Arbeitsgruppe von, ich glaube, 4 Bezirken, 4 Bezirksvertretern auch im Gespräch, wie das eventuell verändert werden kann. Aber das eine ist das Fachliche, was wir uns alle wünschen und wie die Pflege der Grünflächen aussehen sollte, wie sie ausgestattet sein sollte. Das andere ist das Budget, wie viel haben wir zur Verfügung. Aber es ist schon so, das muss man sagen, es ist hier ein Zusammenspiel aus der Zuweisung des Landes und auch der Aufgabenübernahme und Schwerpunktsetzung der Bezirke. Die Situation hat sich auch noch verstärkt durch diesen erhöhten Sicherheitsanforderungen, die wir jetzt seit etwa 3 Jahren mittlerweile haben. Wir sehen ja hier einen zusätzlichen Zaun, der jetzt auf unsere Grünanlage, ja, also Bezirksfläche gezogen wurde. Das Besucherzentrum wurde vom Reichstag rausverlagert auf unsere Grünanlage. Dadurch ist der Besucherstrom, die Wartenden, natürlich auch weiter nach hinten gerückt auf die unbefestigte Fläche von der Befestigten und der Pflegezustand hat sich dadurch natürlich noch mal exorbitant verschlechtert. Aber ich muss auch noch mal sagen, wenn Berlin sich freut über so viele millionenschwere Einnahmen durch Touristen und Besucher, die hier die Highlights der Stadt besuchen, dann muss man natürlich auch etwas mehr für diesen Zustand aufwenden und das kann der Bezirk, glaube ich, nicht von sich aus stemmen. Wir sind nur rein zufällig im Regierungsviertel. Ja? Das hätte ja auch ein anderer Bezirk treffen können. Mit unseren bescheidenen Mitteln kann man das hier nicht machen, was hier jeden Tag abgeht. Also das sind im Prinzip
im Jahr 60.000 bis 80.000 Euro, die ich ja nur für diese Fläche aufwenden müsste, um die in einen Zustand zu versetzen, den man als Bundeshauptstadt eines der reichsten Länder der Welt, sage ich mal, eigentlich erwartet, ja, und dann kommen die Besucher hierher und stehen in einer Wüste im Sommer und im Winter im Matsch. Und das ist einfach nicht, also für mich als Gärtner ist das ehrlich gesagt beschämend. Könnte dann eventuell die Tourismusabgabe, die ja kommen soll, könnte das Geld auch für solche Zwecke verwendet werden, Herr Müller? Könnten Sie sich das vorstellen? Ja, das muss nun auch noch während der Haushaltsberatung ja vielleicht in der Koalition eine Rolle spielen, aber ich glaube, die ist schon fünfmal ausgegeben, die Tourismusabgabe. Da haben schon so viele Ansprüche gestellt aus dem Kulturbereich, aus dem Sportbereich, aus dem Hauptstadtbereich. Das ist ja endlich und damit werden wir ja nun erstmal auch in die Gänge kommen müssen mit dieser Abgabe, die ja erst 14 jetzt beginnt und dann werden wir sehen, wie das überhaupt angenommen wird und wie viel Einnahmen man da hat. Da würde ich jetzt dem Bezirk noch nicht zu viel versprechen wollen. Obwohl ich dazu auch noch sagen will, ich finde gut, dass wir damit die freie Szene auch fördern wollen, aber Mitte ist der touristische Magnet der Hauptstadt und wir haben durch den Tourismus, den wir sehr begrüßen, nicht, dass da ein falscher Zungenschlag reinkommt. Auf der anderen Seite aber auch enorme Belastung. Und ich fände es eigentlich angemessen, wenn wir schon so eine Art Kurtaxe einführen, dass wir die Kurtaxe dann aber auch so verwenden wie andere Bäder in Deutschland, nämlich durchaus auch für Sauberkeit, für Grünflächen, überhaupt für das Ambiente, damit die Menschen sich wohlfühlen, von Orientierung, von Wegweisern bis hin eben gerade, was Mülleimer anbelangt und Toiletten, die nämlich auch ein echtes Notthema in unserem Bezirk sind. Also eigentlich finde ich gut, Kurtaxe oder wie heißt das jetzt, Bettensteuer, da müsste eigentlich was auch im touristischen Zentrum Berlins ankommen. Aber wenn du jetzt Bad Berlin forderst, bist du morgen auf jeder Titelseite hier. Bad Berlin. Herr Hanke, können Sie sich denn vorstellen, bei den Gärten ein ähnliches Modell auch zu haben wie bei den Brunnen, dass Sie eben auch private Investoren vielleicht reinnehmen, die die Pflege bezahlen und dafür hier ein Schild kriegen oder irgendwas in der Form? Also ich fände es natürlich gut, nicht hier auf der Reichstagswiese, das ist ein öffentlicher Ort, aber ich sag mal, auch Private mit in die Verantwortung zu nehmen, wird an der einen oder anderen Stelle ja diskutiert, da ist auch Herr Spalleck dabei, weil Wohnumfeld wertet auch Wohnen auf. Und was ich mir eben auch wünsche, ist, dass wir noch stärker auch dieses bürgerschaftliche Engagement unterstützen können, auch aus rechtlichen Fragen heraus, wo Bürgerinnen und Bürger einfach anfangen, eben auch zu gärtnern und damit eben auch Verantwortung für Flächen zu übernehmen. Das ersetzt nicht die professionelle Gartenarbeit, aber es ist einfach nochmal ein Stück Bereicherung, soziale Kontrolle, Netzwerke, Nachbarschaftsentwicklung. Also Hoffnung für diese Rasenfläche ist nur, wenn Ihre Evaluierung, wenn dabei herauskommt, dass diese Rasenfläche immer mehr verkommt und das vorm Reichstag vielleicht nicht wirklich attraktiv ist. Die eine Möglichkeit ist, dass der Bund vielleicht doch hierin auch eine Aufgabe sieht, vor der eigenen Haustür so eine Fläche auch zu nehmen und zu bewirtschaften. Der zweite, allerdings langfristige Weg ist jetzt über die Gespräche Bezirks- und Landesebene zu einer anderen Mittelzuweisung zu kommen. Das ist ja dann frühestens möglich wieder in 2 Jahren. Der Doppelhaushalt wird jetzt gerade beschlossen, da wird es keine Veränderung geben. Und die dritte Möglichkeit ist, dass der Bezirk im Rahmen seiner Möglichkeiten nochmal seine Schwerpunkte überprüft. Das sind die 3 Wege. Eine andere kurzfristige Lösung sehe ich nicht. Nach dem Reichstagsrasen geht's jetzt in die Bärenstraße, liebe Zuschauer. Dort wird das Problem der Zweckentfremdung diskutiert, denn gerade in der Straße gibt es außerordentlich viele Ferienwohnungen. Also bleiben Sie bei uns.